Guten Morgen, Deutschland. Euch allen da draußen einen schönen Start in die neue Woche. Und was erleben wir jetzt nach 3 Wochen Causa Aiwanger? Es geht letztlich nur um 2 Dinge bei der ganzen Geschichte. Um die Haltung und um die Erinnerungskultur. Denn das ist es, was nach der Pressekonferenz vom fränkischen Kaiser letztlich gestern in den sozialen Netzwerken und in den Medien übrig bleibt. Der Aufschrei der Anständigen, die sagen, er hätte Haltung zeigen müssen. Aber er hat sich für die Taktik entschieden, für die Taktik das zu machen, was er die ganze Zeit gesagt hat, nämlich nicht mit Rot und Grün in irgendeiner Art und Weise zusammenzuarbeiten. Man hat hier also probiert, eine Show abzuziehen, um das bürgerlich-konservative Lager in Bayern dazu zu bringen, ganz einfach Haltung zu zeigen und sich vom bürgerlich-konservativen Lager zu verabschieden. Hat nicht funktioniert. Und deswegen haut man jetzt hinten raus noch die Erinnerungskultur. Und da habe ich ja wunderbare Beispiele für. Zum Beispiel von der SPD, der junge Mann, der da in Bayern antritt, der hat ja auch so eine tolle Erinnerungskultur. Der stellt sich ja hin, ich glaube, mit folgendem Plakat. Ja, was der junge Mann völlig vergessen hat, den Bürgern dann mitzuteilen, ist, dass zum Beispiel in München, ich glaube seit 30 Jahren, die SPD regiert. Wie waren da noch gleich nochmal die Mietpreise? Läuft, liebe Leute. Ja. Aber noch besser finde ich ja immer noch, das sind ja meine Spezies, ne? Meine Lieblinge von der Partei da hinter mir, die Grünen, nicht wahr? Ja, und in Bayern ist ja das beste Beispiel die Windrad-Expertin schlechthin, Katharina Schulze. Und vielleicht, Frau Schulze, auch nochmal für Sie ein bisschen Erinnerungskultur. Und deswegen sagen wir Grüne, braucht es jetzt Folgendes. Erstens eine Verschärfung der Kontaktbeschränkung der ungeimpften Erwachsenen. Zweitens wollen wir, dass der Handel endlich für Ungeimpfte geschlossen wird. Drittens, und das tut uns besonders weh, die Absage aller Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen mit Publikum. Und ich bin einfach froh, dass die neue Ampelregierung sich auf den Weg macht, eine allgemeine Impfpflicht wohl einzuführen. Und ich erwarte, dass die Vorbereitungen jetzt schon beginnen. Dass Was bleibt also, liebe Bundesbürger, nach diesen beiden wunderbaren Beispielen in Bayern von der ganzen Causa Aiwanger übrig, dass zum ersten Mal seit ganz, ganz vielen Jahren das rot-grün-linke Woke-Lager mit Haltung und Erinnerungskultur ausgerutscht ist und leider hingefallen ist. Denn die Leute haben genug von Haltung und Erinnerungskultur. Die Leute möchten diese Art der Politik nicht, diese Politik nicht. Sie wissen, was schlecht, was gut, was richtig und was falsch ist. Sie möchten einfach, dass in diesem Land, unserem schönen Deutschland, wieder anständige, vernünftige Politik gemacht wird. Und das scheint mit diesem Lager definitiv nicht möglich. Das ist den Bundesbürgern wohl mittlerweile mal langsam klar geworden. Euch da draußen einen schönen Start in die neue Woche.